Kill Fortnite! Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video. Dieser wunderschöne Mensch heute. Mütze, 10 Euro. T-Shirt, 25 Euro. Heute ist Weltfrauentag. Ja. Kommt das heute noch? Willkommen. Nein. Hast du das Video von Mirella gesehen? Nee. Ja, die hat einen Song gemacht. Echt? Geht über Brüste. Brüste. Finde ich nicht cool. Leute, was ich cool finde, sind Klicks und deshalb machen wir wieder das Ultra-Talent. Und deshalb, meine Freunde, haben wir heute wieder die Creme de la Creme an Talenten für euch zusammengetragen. Oh. Fangen wir an mit Rosenverkäufer Ranjit, einem Klassiker Freddy. Auf geht's! Was kannst du? Also, mein Name ist Ranjit Bombalapatea. Heute ist Weltfrauentag und ich habe Rosen gepflückt. Aha. Zu dick. Aha. Auf einem Rosenfeld. Okay. Aber ich habe eine Kuh und die Kuh hat auf der Wiese Gras gefressen und war giftig. Kuh tot. Ja. Nicht so gut. Und somit möchte ich einen Spendenaufruf machen für meine Kuh. Oder du willst Rose kaufen. Ranjit, danke dafür, ne? Mach's gut. Schön, mit dir gesprochen zu haben. Aber ich grüße noch. Genau. Gegrüßt wird heute auch wieder nicht, Freddy. Eins singen und Gitarre. Eins. Achso, ich bin ja schon die. Ich war ja noch gar nicht fertig, das geht immer rund. Ich war ja noch gar nicht fertig. Jetzt arbeitest du auf der Kirmes? Natürlich. Okay, dann sing mal was. Erster Blick und der erste Kontakt. Ich schaue in deine Augen, wie du merkst, werde ich schwach. User was moved out of your channel. Ich komm fast so kurz. Can you do this? Entschuldigung. Ja, war okay, ne? User was moved to your channel. Guten Tag. Hallo. Du kannst rappen. Jawohl. Und das soll ich dir glauben? Ja. Okay, los. Der ist gefährlich, muss ich aufpassen. Ja, der Tattoos. Wenn ich die Regeln befolge, dann hab ich später Erfolg. Als Lügner, die da oben machen, was sie wollen. Doch keiner merkt es und deshalb funktioniert es so gut. In Krisenländern machen sie nicht einem, sondern mehreren Mut. Doch, da kommen sie her, werden völlig enttäuscht. Dachten, hier finden sie Frieden, aber völlig bereut. Haben ihre Familien zurückgelassen, um hier anzukommen und dann zu sehen, auf uns ist nicht Verlass. Matt, Respekt für das Thema auf jeden Fall. Weil ich finde es cool, dass du einen Track diesem Thema gewidmet hast. Extrem Respekt. Und vom Flow her muss ich aber sagen, dass es mir auch sehr gut gefallen hat. Vom Beat her auch. Hallo? Hallo? Ja, was geht? Das ist ja gar nicht der echte Red. Doch. Ja, hört ja. Danke, Stein. Was hast du Schönes mitgebracht? Was willst du von mir? Ja, ich meine, du hast dich hier beim Ultratalent beworben. Du wirst ja wohl irgendwas können, oder? Nein, ich werd gezwungen. Du wirst gezwungen? Von wem? Von der Firma. Von welcher Firma? Firma? Papa Wagen. Kannst du denn irgendwas? Kannst du irgendwas? Red, du musst irgendwas machen, was kannst du? Alphastein, was möchtest du aufführen? Ja, warte! Okay. Yo, Fortnite! Ich bin Apple Red! Fortnite ist mein Game, damit wir dir ich fame! Du bist fett! Ich bin fett! Apple Red! Ja, da hab ich mich! Ja, Papa Wagen! Ich hab keine Ahnung. User level. Ich hab keine Ahnung. Okay. Danke, das war sehr gut, ne? Es hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Dabeisein. Tschüss! Hallo! Ja, hallo! Danke, Alphastein. Mach jetzt mit, ruf die Nächsten. Gut, wenn das so ist. Guten Tag, was kannst du? Ich bin Benjamin. Benjamin Blümchen. Aber kann ich nicht mehr dran erinnern, wie Benjamin Blümchen. Du warst richtig geheult, der ganze Song. Pass auf, ich hab was mitgebracht für euch. Ja. Ja. Wo hab ich's? Hier hab ich's. Los. Benjamin, du lieber Elefant. Alphastein. Danke. Schmeiß den raus. Okay. Oh Gott.
User. Hallo Horst, schön dich wiederzusehen. Ist alles gut bei dir, Mensch? Ja, bei mir ist alles soweit gut, aber zu dir komme ich gleich noch, du Flegel. Du bist jetzt mal leise. Okay. Ich möchte jetzt mal mit meinem Sturmi alleine reden. Hallo. Sturmi. Hi, na? Sturmi. Wow, was ist das? Ich empfinde sehr viel für dich und für dein Bart. Ich habe mir überlegt, wir könnten eine Bart-Wiki eröffnen. Da können wir auch unser Bartöl teilen. Sturmi, möchtest du mich heiraten? Ja. Oh, geil! Yeah, endlich klappt das mal! Was für Scheiß hab's dir gesagt! Du hast nicht auf mich gehört, ich hab's dir gesagt! Halt die Fresse! So, jetzt komm ich zu Revi. Revi, wir haben ein Problem miteinander. Ja, haben wir? Du hast mir Stepp-Paar-Socken versprochen und ich hab keine bekommen. Weißt du, wie scheiße kalt das hier im Winter ist? Ja. Das ist nicht witzig! Ich hab mir den scheiß Fußzeh abgefroren! Der liegt jetzt bei mir im Gefrierfach. Und jedes Mal muss ich der alten Kümmelfrau da unten sagen, dass sie den nicht mit in den Eintopf schmeißen soll. Das tut mir wirklich leid. Ich schreib die einfach auf Twitter und dann schicken wir dir noch Stopper. Ich muss weg. Ja, was hast du uns denn mitgebracht, Exodus? Ja, hör mal, ich hab eine Frage an dich. Weißt du, was ein Afterdiner ist? Nein. Hör mal, das ist ganz einfach. Ich erzähl dir mal eine Geschichte, ja? Es ist aus meinem Leben, ist das eine Geschichte? Oh, die Gott. Ist sehr emotional. Oh, also Gott. Pass auf, es war so, ich fahr auf die Arbeit und dann kommt da so ein kleiner grüner Spasti, ja, und springt auf die Straße, ne? So hat eine Kalle in der Hand und hält mich an. Ja, ich so, was Polizist. Ist los? Sagt er, hier, sie waren zu schnell unterwegs. Das gibt's doch nicht, ich muss los, ich muss auf die Arbeit, ich muss glätschen. Dachte er, ja, junger Mann, was machen Sie denn beruflich? Ja, ich bin Arzt, Mensch, ich bin Afterdiener. Was ist denn bitte ein Afterdiener? Ja, Mensch, das ist ganz einfach. Da kommen Leute zu mir, ja, und dann fange ich an, denen ihren After zu dehnen. Oh, Junge. Ja, wie sieht denen den After? Ja, ich dehne den After. Ja, und wie weit geht das? Naja, manchmal so bis 1,80 Meter. was macht man denn bitte mit einem 1,80 Meter großen After? Na, den stelle ich auf die Straße und stecke den Kelle in die Hand, damit er mich rausziehen kann. Junge, ich hab die ganze Zeit auf einen Dena-Pan gewartet, auf einen Felix von der Laden-Pan. Ja, Exodus, es hat für einen Lacher gereicht. Dickes Danke dafür. Wir melden uns gleich nochmal bei dir, ja? Dankeschön. Guter Mann, immer stabile Nummer am Start, immer. Immer guter Typ. Balotex? Den mag ich, der ist ein Moderator bei mir. Hallo, Balotex. Hallo. Freddy sagt, du bist ein Moderator bei ihm. Ja, der hat auch meine Minecraft-Thumbnails gemacht immer. Ja. Heftiger Typ. Ja, okay, dann machen Warum wir jetzt Warum bist du hier? Warum tust du das? Du hast doch Talent, Alter, was willst du hier? Ja, genau, was soll das? Boah, ich will mich schlechter machen. Ja, der ist immer der ist viel betrunken. Ja, viel betrunken, dann mach mal. Und jetzt das heute schon mit Burmitex. Guten Morgen! Die Ereignisse überschlagen sich. Der YouTuber Revinzeit hat sich während einer Aufnahmesession sich mit einem Messer selbst verletzt. Behauptet wird, dass Revi durch das gehypte Neulandspiel Fortnite-Aggression, die größer waren als sein Bizeps, aufgebaut hat. Und somit hat er die Tatwaffe gegen den Tisch gehauen und sich selbst damit verletzt. Doch, Insider-Quellen behaupten, dass Stegi, Sturmwaffe, Jengis und Jan ein Attentat geplant haben. Das sind keine seriösen Geplant Namen. Wurde dieses Attentat von Sturmwaffel. Doch wieso sollte er sowas vorhaben? Fortnite. Sie sich alle. Damit du mal wieder Klicks machst. Die Antwort ist Revis Fortnite-Skills. Sturmwaffel leitet dieses Attentat ein, weil er neidisch auf Revis Fortnite-Skills ist. So hat der Revi zuerst vorgetäuscht und behauptet, dass er nur essen würde. Was Revinzeit nicht wusste, ist, dass Sturmwaffel einen Auftragskiller namens Naruto angeheuert hat, um ihn auszuschalten. Der Typ erzählt die Wahrheit. Ja. Der erzählt die Wahrheit. Ja, ist okay. Du steckst hinter diesem Mistgeschick. Nein, immer. Das war Jengis. Letztens war mein Bremskabel vom Auto durchgeschnitten. Jengis will nicht gern bremsen. Aussehen wie du! Ich konnte nicht will bremsen! Gerne so aussehen. Jengis hat damit Jengis nichts zu tun! Du unterstellst ihn das nur wegen deiner Nationalität! Jengis will Haare! Dankeschön, mach's gut, ne? Ciao! Ja, war eine gute Nummer, kann man machen auf jeden Fall. Jengis will Haare, es tut mir sehr leid. Ach, kein Problem, hier haben wir noch einen Freestyle-Rapper zum Ende hin. Ihr könnt Wörter in den Chat schreiben, ich baue den Freestyle ein. Okay. Oh, mal wieder Zeit. Okay, let's go, auf geht's, Mann! Wie geht's deiner Hand? Gut. Ja. Süß. Okay. Ja, ich mache wieder meinen Freestyle, bin mal wieder mies geil und die 555 ist mal wieder mies dabei. Fortnite zock ich jeden Tag mit dem Title Taus. Da spring ich einfach mal rein, mach den Loot, killer alle Leute. Danach geh ich zu Sadie Springs und dann ficke ich dich auch noch weg mit der Sniper. Gebe ich dir den Headshot, Moment. Wenn ich ausraste, dann ist meine Hand weg. Dann geh ich einfach mal ins Krankenhaus und das Lucky Landing ist immer wieder mal dabei. Und ich mache wieder Freestyle, ja du weißt Bescheid und du bist Revi und du bist irgendwie auch nice. Jeden Tag
wirklich wieder mein Scheiß. Omino Presence ist wieder mal dabei. Und der Revi, der Smurf, die ballern wieder ihre Lines, die sind wieder krass, Mann. Und der Revi, der gibt in denen Anal. Nämlich es ist der Anal Revi und du bist wieder dabei. Ich gebe wieder mein Freestyle, immer wieder mies geil, nämlich Jojo oder Flux. Ich zocke keinen Minecraft, nur hate an dich, aber du bist doch nur ein kleiner Fisch. Also jetzt hör mal auf, ich gebe dir und mein Freestyle, der ist hier, der ist wieder mies geil dabei. Ich rauche jeden Tag einen Kopf, immer wieder dabei. Und dreh wie sein Kopf, den baller ich geradezu mit meinem Rap. Und du bist doch einfach nur ein Klon. Du bist doch einfach nur ein Klon. Machst jeden Tag Fortnite oder so. Und die Sturmwaffels Bartül. Der ist nicht krass, deswegen gebe ich ihm auch Böse. Jetzt hör mir doch mal zu. Okay, danke schön. Immer noch. Okay. Ich grüße. User was moved out. Da ist jetzt wieder, ich weiß auch nicht, was genau passiert ist. Jetzt Horst, Flock, Freddy für dich der Gewinner. Nein. Okay. Ja. Du hast gewonnen. Yeah! Du darfst jetzt auswählen. Möchtest du Premium oder Socken? Ich hätte gern Socken. Ich hätte gern was, um hier cool zu sein mit den Kids. Auf dem krieg ich. Okay, pass auf. Wir geben dir jetzt den sehr limitierten Freundrang, okay? Oh, ist das geil. Oh, so. Da hebt sich direkt was. Und das Ganze ohne... Oh, ich brauche noch nicht mal was Blaues. Oh, ist das geil. Tschüss. Ciao, du hast gewonnen. Ja Leute, schaut mal, Exodus vorbei, war wieder eine sehr präsente Folge. Alpha scheinbar wieder alles rasiert, Leute. Fortnite Distrack, da gibt's auf jeden Fall eine Antwort von uns beiden, oder? Nee, lassen wir einfach. Gut Leute, lasst einen Daumen nach oben da, schaut beim wunderbaren Freddy vorbei. Bester Mensch EU West momentan. Momentan, ne? Ja, man ist bei uns. Das wechselt immer mal wieder. Leute, und ich würde sagen, damit machen wir raus. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Ciao, ciao.